Hallöchen und willkommen zurück bei GTA 5. Ja, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Wir sind wieder in einer gemeinsamen Sitzung mit den Leuten von Slay Massive. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg, mir da irgendwie ein Heli zu holen. Und ja, da wollen wir doch mal dahin fahren, oder? Wenn die Garage jetzt... Ah, okay, da ist sie. Ein Flugzeug ist unterwegs, um eine Kiste abzuwerfen. Ja, das interessiert mich jetzt gerade leider nicht. Da seht ihr es nochmal, die ganzen Leute sind jetzt hier drin. So, und jetzt müssen wir mal eben schauen. Markiere ich mal eben den... Erstmal gucken, wo die sind. So, die sind da hin. Dann holen wir uns auf jeden Fall ein Heli. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Zack. Ja, und dann fliegen wir da hin. Ne? Da wollen wir mal gucken, was da abgeht. Ich bin gespannt. Ich freue mich, dass ich wieder mit den Leuten hier in einer Sitzung sein kann. Und ja. Wollen wir mal schauen, ne? Vielleicht steigt der ein oder andere ja bei uns ein und können da ein bisschen rumfliegen oder was weiß ich, was die da vorhaben. Das ist ja, wie gesagt, ist immer so ein bisschen schade, wenn man nicht weiß, was die vorhaben. Muss man immer so ein bisschen raten. Aber ich denke, das habe ich in letzter Zeit schon ganz gut hingekriegt. Und ja, jetzt fahren wir uns erstmal ein Heli holen. Ihr seht auch, bin in der Zeit ein bisschen wieder mit dem Level gestiegen. Und ja, oh, da kommt jemand. Alter! Wie der fliegt. Wow, der ist erstmal abgehoben. Ja, sorry. Wollte ich nicht. Aber ich glaube, er war genauso überrascht wie ich. Und gleich sind wir auch schon da. Ich hoffe, da steht jetzt ein Heli. Aber müsste eigentlich, da stehen eigentlich immer Helis. Also da müssten wir eigentlich, da könnten wir, da steht auch schon einer. Und Play Massive ist dem Spiel beigetreten. Ja, herzlich willkommen. So, Heli ist geschnappt und jetzt wollen wir mal abheben gleich. Und die sind schon wieder da in der Wüste, ey. Ob das so gut ist, ja, das weiß ich ja nicht. Letztes Mal war ja ein bisschen Chaos. Ich glaube, die Sitzung ist auch noch gar nicht voll. Aber naja, ich denke mal, das wird sich noch ändern. So. Und eine Mission von Lama haben wir gekriegt. Ja, die wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Wir fliegen jetzt erstmal los. Ich glaube, ich hoffe, ich bin heute gut in Form hier mit dem Fliegen. Aber ich denke, das kriege ich schon hin. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf, dass ich wieder mit den Leuten hier aufnehmen kann, wie ich. Weil ich finde das wieder nice, dass ich wieder reingekommen bin. Ich habe den Sarazza jetzt auch in der Freundesliste. Also er hat mich angenommen und ja. Ich denke mal, dann könnte das sein, dass ich öfters dann mal dabei treten kann. Und hier, ich kriege hier ganz viele Einladungen gerade zu Landrennen und einer Mission. Aber ich bin hier gerade auf meiner eigenen Mission, nämlich zu den Leuten hinfliegen. Und das machen wir jetzt auch. Sind da wieder in der Wüste am Start. Ich glaube, da so in der Nähe vom Flugplatz. Und da wollen wir doch mal kurz hindüsen, oder? Dup, 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 du, du. Du, 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 du. Schöne Landschaft hier, ne? Ja, kann man sich anschauen. Ach ja, Leute. Ich find's geil, dass ich wieder mit den Leuten in der Sitzung bin. Das freut mich. Ich bin voll amused. So, da seht ihr es nochmal. Jetzt, die Sitzung wird immer voller. Play Massive, Heideltraut, alle da, so wie es sein muss. Auch 16 Players am Start. Ja, wenn ich könnte, würde er jetzt mit mir irgendwie im, also wenn er könnte, würde er jetzt mit mir irgendwie reden, aber er hat wohl irgendwie kein Mikro oder so. Hat er zumindest gesagt. Und das muss ich dann wohl, akzeptieren, ne? Mal gucken, was da vorne abgeht, da sind sie nämlich schon. Hallöchen, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich sehe euch noch nicht. Ich sehe euch noch nicht ganz. Ah, da unten sind sie. Heli und alles wieder da am Start. Hallöchen, Alter, zwei Helis sogar. Jetzt machen wir hier so eine Heli-Connection oder was? Moin sind's. So, Gronkh sitzt wohl bei 16 Player und Play Massive sitzt bei dem anderen Heli, glaube ich, drin. Und schon kommen die Leute hier rüber. Oh, Sarazza ist bei uns eingestiegen. Die Alchemisten, der gehört auch zu Sarazza und so. Wenn ihr seht, der ist auch in der Crew. Ja, nur Leute, was machen wir denn jetzt? Ich steig mal eben gucken. Was, wo fliegen, wo wollt ihr denn jetzt hinfliegen? Das wäre auch geil, wenn das mal jemand markieren würde oder so, ne? Aber wie viele Leute hier schon wieder rumrennen, ist ja Wahnsinn. Weißt du, wenn du alleine spielst, dann passiert das nicht. Aber da hatte ich ja letztens schon drauf angesprochen. Und ja.
Sarazar hat jetzt, glaube ich, auf Pause gedrückt. Fliegen wir den Heli erstmal hinterher. Vielleicht, keine Ahnung, hat er ja irgendwie ein Ziel. Lalalu. Ich glaube, 16 Player kommt noch nicht hinterher, ne? Nee, das hat er, glaube ich, noch nicht gecheckt, dass er hinterher fliegen soll. Ich weiß gar nicht, ob wir hinterher fliegen sollen. Aber ich mache das einfach mal. Weil ich denke, man hat schon einen Grund, dass sie da wegfliegen, oder? Ich hoffe es mal, es hat einen Grund. Und 60 von 100 fliegen. Jawohl. Dann sind wir hier über dem Gefängnis fast. Glaube ich, jetzt sind wir beim Gefängnis. Bolingbroke Strafanstalt. Okay. Ja. Und sonst so? Jetzt schweben wir hier in der Luft. Oh, die sagen irgendwas da im Gefängnis da unten. Oh, fliegen wir dem mal hinterher. So. Und wir haben 4 Sterne. Ja, das ist ja ein Traum. Erstmal 4 Sterne zu Anfang. So kann es direkt weitergehen. Jawohl, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die Cops irgendwie abhängen, ey. Mann, Mann, Mann. So, die anderen sind schon fleißig aus dem Helium rausballern. Und der Sonnenuntergang sieht natürlich so hammer aus. Da vorne ist der Flugplatz. Vielleicht wollen wir da mal eben hinfliegen oder so. Vielleicht mal gucken, was da so abgeht. Warte, warte. Da vorne ist noch der Heli von uns. Okay, der hat jetzt auch wieder umgedreht. Dann drehen wir auch mal um. So. Und 4 Sterne erstmal hier am Start, Alter. Ich wusste gar nicht, dass man, wenn man über das Gefängnis fliegt, dass man da auch direkt 4 Sterne kriegt. Boah, wie viele Helis hier rumfliegen. Hammer. So, und die kommen jetzt alle hier zum Flugfeld und da stand ein Flugzeug. Alter, was geht hier ab? Woo! Versuchen wir, die mal ein bisschen abzuhängen hier. Also, ich habe bis jetzt noch keinen Schaden genommen. Die anderen ballern fleißig aus dem Heli raus. Zusammen gegen wie heißt das denn? Gegen die Gesetzeshüter, sag ich mal. Zusammen gegen die Gesetzeshüter. Bam, bam, bam. So, wo sind denn die anderen da vorne? Ich glaube, die sind da am Hangar. Oh, mal hingefliegen. Oh. Und da ist mal eben das Flugzeug in die Luft gegangen. Und spawnt direkt ein neues. Ja, natürlich. Ja, wir fliegen erstmal hier drüber. Wow, das war knapp. Alter. Also hier schon die Party. 16 Player da. Komm, landen wir mal hier. Oh. Sorry. Okay, wir rennen mal den anderen hinterher. Ich glaube, wir gehen jetzt alle in den Hangar und dann geht die Party ab. Schnell! Alter, 4 Sterne renne ich hier erstmal durch den Platz mit 12.000 Bullen hinter mir, die da stehen. Oh Gott, Alter. Oh Gott, erstmal hinter der Kiste verstecken oder so. Ballern wir jetzt los oder was? Oh, ich glaube, wir machen jetzt so Teamplay gegen die Polizisten. Die Slay Massive Community gegen die Gesetzeshüter. Jawohl, Leute, jetzt geht's los. Ich bin mal gespannt, ob wir 4 Sterne kriegen, Alter. So, erstmal eine Haftbombe. Komm, die können wir doch mal da reinwerfen, oder? Und zack. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Sorry. Was hat der denn für eine geile Karre? Aber erstmal. Oh, der ist verschwunden. So. Ihr werdet uns nicht bekommen. Wir werden uns bis zum letzten Moment verteidigen. Ja, genau so ist das. Alter, was hier abgeht, die Sirenen und alles. Hammer. Hammer fett. Krass. Komm, ziehen wir uns mal. Oh, jetzt haben wir eine Glatze. Ja, super. Erstmal die Panzerung an. So, da kommt noch ein anderer Heli. Alter, geht das hier ab. Jawohl. Wie sie jetzt auch, guck mal, die Leute. Schaut euch mal die weißen Punkte an, die alle in dem Hangar sind, ey. Das ist so heftig. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Das ist halt doof, wenn die dann. Alter, nice. Das ist halt doof, wenn die da reingerannt kommen. Man zielt automatisch. Dann ist das schon ein kleines Problem. Ach, guck mal, der hat sein Auto als Barriere dahingestellt, wo man sich hinter verstecken kann. Aber sitzt immer noch drin. So, da kommen jetzt Nachschub an Bullen oder was? Hallo? Wir wollen Nachschub.
Zack, jawohl, da sind schon die nächsten. Alter, die Klasse sieht ja mal übelst scheiße aus. Den nicht abballern. Ach, das war doch der, den wir vorhin weggeballert haben mit dem Auto. Also den wir vorhin gecrashed haben und der dann so abgehoben ist. Die gute Pandoria. Alter, hier geht die Party ab. Heideltraut ist gestorben. Wieso das denn? Was denn da los? Heideltraut. Die sich an der Bude trault. Boah, wir halten aber gut dagegen, ne? Komm, ziehen wir uns mal was auf. Das sieht ja grässlich aus mit der Glatze. Wir halten aber gut dagegen. Also, mit vereinten Kräften geht das schon besser als alleine, ne? Muss man schon sagen. Und der Gronkh, der tötet hier wieder alles, was dem im Weg kommt. Alter, der eine wirft Granaten, der andere ballert mit seiner Schrotflinte, der wiederum andere wirft eine Haftbombe. Alter. Oh, ich glaube, da ist wieder einer mit dem Jet geflogen. Und der Gronkh, Alter, hier explodiert ja jetzt alles. Das ist ja Armageddon hier. Armageddon. Und Staatsfeind Nummer 1 auf einmal. Oh, Flugzeug. So, uns sehen die gerade nicht mehr. Heftig, heftig, echt heftig. Okay, unsere 4 Sterne blinken. Komm, steigen wir mal auf. Oh, ich glaube, wir können hier nicht einsteigen, ne? Nee. Komm, wir surfen jetzt auf dem Flugzeug. Dann drive mal los. Yeah. Wow. Alter, da sind wir erstmal. Sind wir erstmal. In den Rotor rein. Ja, super. So möchte ich nicht sterben. Nee, so möchte ich nicht sterben. Aber immerhin. Immerhin sind unsere Sterne jetzt weg. Ist wieder spät. Ist wieder spät heute geworden, ey. Die kommen auch immer erst so spät online und zocken dann. Wartet auf mich. Und lol, die brennen ja schon. Alter, wie viele rumbrennt. Ich weiß ja gar nicht mehr wohin. Jetzt fahren wir hier schon wieder um, ey. Da wär nicht so geil. So, warte mal. Komm, wir stellen uns mal hier hin und rufen vielleicht mal unseren Heli, oder? Wir können uns mal einen Heli rufen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Meriwether wird gewählt. Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. Ja, ich hätte gerne Abholung per Hubschrauber. I will direct one of our pilots to your current location. Ja, danke schön. Ich danke Ihnen. Was? Du kannst doch nicht Arschloch zu mir sagen. Hauptsache hier sind Bullen und Spieler ineinander verteilt, ey. Und da ist er auch schon. So, ich hoffe mal, der kommt jetzt runter. Warum haben wir einen Stern jetzt? Wieso haben wir einen Stern? Verstehe ich nicht. Ja. Wieso wir jetzt abgeballert? Also, wir wurden abgeballert, weil wir einen Stern hatten. Aber wieso hatten wir einen Stern? Das würde ich gern wissen. Das hat er mir nicht gesagt. Ey, der Heli haut wieder ab. Das geht doch nicht. Das finde ich auch geil. Weißt du, man ruft einen Heli. Wenn man stirbt, geht er einfach wieder weg. Da kannst du nochmal anrufen. Das ist so geil. Komm, vielleicht kriegen wir den ja noch da rausgeschossen. Ich glaube, das wird nichts. Toll, jetzt können wir noch mal einen Heli rufen. Das ist ja super. Ja, ich... Oh. Abholung per Hubschrauber geht noch nicht mehr. Geht noch nicht. Na egal, haben wir wenigstens 1000 gespart. We are unable to provide the air service at this time. Please try later. Ja, ja, please try later. Weißt du, wenn der Heli nicht abgehauen wäre, nur weil ich gestorben bin, dann hätte ich jetzt noch ein Heli, aber nein. Super Service, Meriwether, super Service. Echt Hammer. Da steht ein Heli, da steht ein Heli, der kann sogar schießen. Jawohl, erstmal rein da. Alter, was hier wieder abgeht. Aber hat sich schon etwas beruhigt mit den Polizisten. Ich glaube, die meisten haben jetzt auch ihre Sterne weg, weil sie gestorben sind. So, Hallöchen, Bullenauto. Oh, das Flugzeug ist auch Geschichte. Jetzt schießen wir erstmal das Polizeiauto da weg. Jawohl. Oh, oh, aufpassen, aufpassen. Aufpassen. Oh. Alter, Heiltraut. Scheiße. Das war natürlich nicht so schlau, da drauf zu ballern und immer näher daran ranzufliegen, ey. Das war natürlich nicht so geil. So, und jetzt sind wir hier mitten in der Pampa, meine Fresse. Oh, 616 Player auch. Ist wohl auch gestorben. Stimmt, der saß bei mir im Heli. Sorry. Tut mir leid. So, jetzt rufen wir uns einen Heli. Jetzt bin ich sicher, dass es klappt. Na, komm schon. Immer noch nicht, ey. Wollt ihr mich verarschen?
2 Minuten 30. Ihr habt doch einen Schaden. Ihr habt doch echt einen Schaden. Weißt du, wir sind hier mitten in der Pampa und kannst du nicht mal einen Heli rufen, wenn du einen brauchst. Die Alchemisten fliegen erstmal mit dem Flugzeug weg. Und hier fahren wieder überall Autos. So, das ist so geil, ey. Das macht so Bock. Auch wenn es nur Schwachsinn ist, was man hier macht. Oh, was ist das mit Wien, Alter? Alter! Ja, die Alchemisten hat Rieche erledigt. Ich glaube, da wurde das Flugzeug von dem abgeballert. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. So, da haben wir Turbinator. Aber wo sind denn die anderen? Und wie gesagt, ich hätte gerne Heli. Wie viel Zeugs hier einfach explodiert und wie viele Sachen hier rumfliegen, ey. Das ist so Wahnsinn. Wow, er fliegt jetzt. Alter! Mein Gott, ey. Wie sind die denn drauf? Das ist ja der Wahnsinn. So. Oh, er ist gestorben. Tut mir leid. Dann werfe ich dich einfach mal raus. Rishi ist mit dabei. Jawohl, Hallöchen. Kommen Sie rein. Wir nehmen alle mit. Alle nehmen wir mit. Alle. Dein Co-Pilot bedient die Raketenkamera. Okay. So. Aber mir wäre es lieber, wenn wir den anderen Heli hätten, weil der ist voll scheiße zum Fliegen. Also den kann man auch gut fliegen, aber der wendet zu schnell und dreht so komisch irgendwie. Keine Ahnung, der ist halt komisch, Mann. Guckt euch die weißen Punkte an, Alter. Die ganze Karte ist weiß fast. Bam. Oh, sorry, Sarazar, aber ich war das ja nicht. Das war der Co-Pilot. Aber Sarazar ist ja gar nicht mal gestorben. Den Heli hätte ich da gerne. So, mal wechseln. Ah, komm, wir warten. Machen wir gleich. Gucken erstmal hier aus der Luft, was hier noch so abgeht. Alter, wie hier die ganzen Sachen explodieren, ey. Das ist so krass. Das ist so krass. Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Was? Ich habe die Alchemisten erledigt? Wieso das denn? Wie geht das denn? Komm, steigen wir mal schnell hier ein. Alter, wieso haben wir wieder 3 Sterne, ey? Das ist voll unfair. Wow, wow, wow. Ey, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Wie er wieder einfach umranzt. Geil. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Also hier ist das totale Chaos. Überall Polizisten. Oh Mann, ich bin total durcheinander gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schnell rein. Oh Gott, wir sterben gleich. Wow, 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 wow. Aufpassen. So, jetzt zeige ich's euch. So. Oh. Oh, das war fail. Scheiße. Egal. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie da wegkommen, Alter. Das ist ja krass, ey. Mein Gott, das ist ja mal. Es geht ja mal gar nicht durch. Vor allen Dingen verliere ich wieder so viel an Kohle gerade. Die hart verdiente Kohle. Oh, da ist wieder ein Heli. Hier sind überall Helis und Flugzeugs und Flugzeuge und Wracks und. Boah. Alles. Einfach alles. Alter, ich werde schon wieder abgeschossen. Alter, was hier abgeht. Was hier abgeht. Sorry. Ich hau mal ab. Ich kann. Nee. 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 Ich will auch. Nee. Hat sie erledigt. Ich will nicht mehr. Ist vorbei. So, wer ist denn da vorne? Da vorne fährt gerade weg. Ich dachte, der fliegt jetzt aber irgendwie wohl nicht so. Da vorne kommt wieder ein Heli an. Aber wo sind denn die anderen? Ich blicke hier gar nicht mehr durch, ey. Ich bin total verwirrt gerade. Da ist ein Heli. Komm, gehen wir uns den Heli holen. Heli, Heli holen. Vielleicht will ja jemand mitfliegen. So. Baumfarm. Okay. Und da fährt der Sarazar. Er haut wieder ab oder was mit seinem Auto. Aber ich glaube, das ist nicht mehr sein Auto. Das ist eher eine Karre einfach. Wollen wir doch mal ein bisschen verfolgen, oder? Komm, schauen wir mal nach, was der Falle so machen will. Er dreht sich wieder im Kreis, war ja klar.
So, Alter. Oh, nicht in den Heli reinfliegen, aufpassen. Alter, wie geil das aber einfach gerade aussieht. Die ganzen weißen Namen hier, ey. Und die ganzen Polizisten, die hier rumfahren. Und ich habe immer noch 2 Sterne. Oder wieder. Muss ich aufpassen, ey. Kommt rein, kommt rein. Lol, da ist jemand rausgefallen. Rein mit euch, los. Oh, 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 ich werde gleich abgeballert. Okay, da vorne flieht Heideltraut. Ich glaube, das ist nicht dass Heideltraut das flieht, aber er fliegt mit. Wir fliegen einfach hinterher. Und da vorne scheint wieder Sarazar zu sein, in seinem Auto. Wir müssen mal auf die Karte achten, der weiße Punkt mit der weißen Fahne. Da müsste Sarazar sein, der gerade wieder auf Pause gedrückt hat. Da ist er. Wenn ich mich nicht recht entsinne, ist das auch sein Auto, mit welchem er vorhin rumgefahren ist, oder jetzt gerade. Alter, wie geil das aussieht. Wir sind die Air Force Heli. Wow, Alter, baut er fast einen Unfall. Was ist denn da los? Was ist denn da los, meine Damen und Herren? Fast Tut lädt uns zu einem Radrennen ein. Nee, lass mal eben. Wow, was macht er denn? Will er uns umbringen oder was? Was ist denn sein Problem? Ich hab doch gar nichts getan. Ich fliege hier nur im Kreis mit meinem Heli. Okay, die Polizisten sind wohl... Die sind wohl auf der Suche nach uns. Deswegen fahren die uns auch die ganze Zeit hinterher. Und da fährt Sarazar weg. Ich wette, er rammt gleich irgendwas wieder. Damit er irgendwo wieder steht. Da, zack, habt ihr gesehen. Oh, ich glaube, Sarazar hat auch die Bullen am Hals. Wow, einmal mal drehen hier. Und da unten ist er wieder, ne? Genau. Und nochmal drehen und hinterher. Folgt ihnen. Wow, ist schon wieder, Alter. Wo fährt er denn überall gegen? Was macht er denn da? Was ist denn da los? Und mein Leben sollte sich mal ein bisschen wieder auffüllen, bitte. Ah, ich glaube, er steigt jetzt in dem Heli ein. Genau. Dann warten wir mal kurz. Markieren wir uns mal den Gronk. Vielleicht können wir den ja nochmal abholen. Wenn ich mal jetzt sehen würde, wo der ist. Hallo? Gronk? Wo bist du denn auf der Karte markiert? Ich sehe dich ja gar nicht. Ja, ich weiß, dass es blinkt, aber ich sehe das Blinken noch nicht mal. Oh, wir haben die Polizisten abgehängt. Jawohl. Vielleicht irgendwo da hinten oder was? Geil, der Mond im Hintergrund, Alter. Hammer. Und der andere Heli fliegt uns hinterher. Okay. Dann schätze ich einfach mal, dass wir da richtig sind. Hoffe ich mal. So, und da vorne sind auf jeden Fall auch Punkte. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn da Punkte sind. Nur wissen wir halt nicht, wer das ist. Da vorne sind sie. Gleich sind wir da. Jetzt müssen sie uns gleich entgegenkommen. Da kommen sie. Hallöchen. Aber wer war denn das jetzt? Oh, da ist ein... Oh, da ist ein Heli. Aufpassen. Aufpassen. Voll die Verfolgungsjagd hier gerade, Alter. Sieht so geil aus. Mit unseren Helis voll den Autos hinterher am Fliegen, ey. Das ist krass. Schon geil, ey. Schon geiles Gefühl. Wow. Alter, ich dachte gerade, da hatte ich kurzzeitig das gedacht, dass wir da in den Baum rein crashen. Also ich dachte nicht, dass man da durchfliegen kann. Naja, umso besser für uns, ne? Wir leben immerhin noch. So, aber was haben die denn jetzt vor hier, Mensch? Das würde ich gerne mal wissen. Was ist hier irgendwie... Hallo? Wer ist das denn da im Auto? Da ist der andere Heli. Ah, die Alchemisten sitzt im anderen Heli, okay. Der sitzt im anderen Heli, der fliegt denn... Oh, Alter, nicht, dass wir da rein crashen. Hammer. Das wollte ich nicht, sorry. So, aber ich wüsste jetzt gern mal, wo der gute Sarazar... Oh, da hinten ist... Oh, ich glaube, ich weiß, wo Turbinator ist. Da vorne ist was explodiert. Ich glaube, die spawnen jetzt gleich hier. Dann nehmen wir den Turbinator. Nehmen wir den doch gleich mal mit, oder? Wenn er einsteigt bei uns. So, da ist erstmal die Reishi. Willst du bei mir mitfliegen? Ich habe noch einen Platz frei. Ich setze mich mal einfach hier hin. Vielleicht kommen sie ja rein. Oh, das sieht gut aus. Reishi ist am Start. Jawohl. Hallöchen, Reishi. Und wer kommt da vorne? Ist das nicht etwa der Turbinator?
Ist er das? Das ist der Wahnsinn, das ist der Terminator. So, Rich und Terminator sind schon mal aufgesammelt. Jawohl. Mission zur Hälfte geschafft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der Sarazar sich befindet. Das wüsste ich nämlich gerne. So, wer ist das hier? Ist das Gronkh? Ist das Gronkh? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein schönes Auto. Also kann es gar nicht der Gronkh sein. Nein. Wer ist denn das? Das würde ich gerne wissen. Wir fliegen, müssen näher ran. Oh, sind wir mal ein bisschen geschlittert jetzt gerade. Und da fliegt jemand mit dem Flugzeug. Wow, Alter, fliegt er unter die Brücke durch. Hammer. Geil. Und dann macht er noch ein paar Schlangenlinien. Ey, geil. Also, wie heißt das so? Wirbel. Er dreht sich einmal um die eigene Achse, weißt du, so seitlich. Ihr wisst schon, was ich meine. So, da ist ein anderer Heli. Oh, sind das die anderen? Ich glaube, das sind die anderen, ne? Das müsste eigentlich hier Sarazar und so sein. Nur, was haben die Leute denn jetzt vor? Das würde ich gerne wissen. Vielleicht sagt es mir der Tobi oder irgendjemand. Kistenabwurf steht bevor. Das interessiert uns gerade nicht. Wo wollen die denn hin? Irgendwo in die Luft oder was? Wollen die etwa mit dem Fallschirm springen? Das wäre der Wahnsinn. Oh, da kommt ein Flugzeug. Aufpassen. Alter, knapp. Und da kommt noch ein Flugzeug. Hammer. Ich glaube, da war so 16 Player drin. Ja, jetzt fliegen wir hier sinnlos irgendwo in der Pampa rum. Tschüss, Reishi. Hau rein. Und die scheinen wohl irgendwie mit dem Fallschirm rausspringen zu wollen, oder? Wo wir auch mal steigen. Vielleicht können wir die ja noch einholen, weil ich wohl eher bezweifle. Guck mal, wie weit oben die schon sind, ey. Das ist ja viel zu hoch für uns. Gucken wir mal auf der Map, wo der Gronkh sich befindet. Okay, Gronkh ist gar nicht im Heli. Dann können wir ja mal da vorne hinfliegen. Wir kommen. Keine Angst, wir sind auf dem Weg. Wir sind gleich da. Akro 309 ist online, jawohl. Oh, Tobi ist glaube ich raus. Tschüss Tobi. So, und wen haben wir hier? Komm, will jemand mitfliegen bei uns? 16 Player ist auch da. Wie sie alle hupen und den alle mitnehmen wollen, ey. Also in deine Karre würde ich auch nicht einsteigen, also nicht so ungut. Ja, Hauptsache erstmal umfahren, ne? Ich glaube, der Gronkh steigt bei uns ein, oder? Oder? Oder ich glaube, ist kein Platz mehr. Er will bei uns einsteigen, aber ist kein Platz mehr. Macht doch mal einer Platz da. Mensch, Leute. Könnt ihr den Gronkh nicht einfach so stehen lassen? So, er geht raus. Okay. Jetzt könnte er schnell einsteigen, wenn er will, wenn er wollte. Aber anscheinend will er nicht mit uns mitfliegen. Wir bleiben erstmal noch hier stehen. Vielleicht kommt er ja doch noch mit. So. Erstmal einen Tobinator markieren, dann können wir den gleich nochmal abholen. Ah, der ist direkt da vorne, alles klar. Oh, will er jetzt mit? Okay, ich glaube er. Alles klar, Gronkh ist drin. Alles klar, los geht's. Jetzt den Tobinator abholen, Alter. Wir machen ja hier Lufttaxi. So, Tobinator, willst du mitfliegen? Gronkh ist auch am Start. Der hat was für dich. Rein mit dir. Rein mit dir, mein Freund. Ich glaube, es ist kein Platz mehr, oder? Er kommt, glaube ich, nicht mehr rein. Ist voll. Wir warten mal. Vielleicht steigt ja noch jemand aus. Baumfarm ist gestorben. Ja, schnell runter. Komm, Tobi, Tobi, rein, 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 rein. Jawohl. Und los geht's. Jawohl, da sind wir. So, und wer ist das hier vorne? Ist das etwa der Sarazar? Wer ist es? Wer ist es? Alle sind gespannt. Trommelwirbel. Trommelwirbel immer noch. Da läuft jemand am Strand entlang. Wer ist es? Wer ist es? Die Alchemisten. Hallöchen. Wow. Alter, wollte er gerade in uns reinfliegen? Was ist denn da los? Was ist denn mit ihm passiert? Das geht doch nicht. So, ich würde gerne wissen, ob wir den Sarazar irgendwo. Ah, ich glaube, wir haben gefunden. Die rote Karre. Einfach immer auf die rote Karre achten. Das klappt schon. Wow, Alter, da fliegt er. Ich glaube, da ist er drin, ne?
Müsste er sein, da müsste er drin sein eigentlich. So. Ja, ich glaube, ich konnte das jetzt nicht so gut lesen, aber ich glaube, ich habe Play Massive gelesen. Wenn ich mich recht entsinne. So, was machen die denn da jetzt? Alter. Oh, ich glaube, ich habe doch nicht Play Massive. Doch, habe ich wohl. Da vorne. Da ist er nämlich. Komm hier, wir haben eine Mitfahrgelegenheit, Mitfluggelegenheit. Aua, da rammen die uns erstmal weg, zwei Sterne. Ich glaube, der Sarazar, der will erstmal ein bisschen wegfahren. Der ist nicht so interessiert im Moment am Rumfliegen. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal eben den Heli wechseln. Hoffentlich springen die jetzt nicht raus, weil die denken irgendwie, ich würde woanders hinfliegen oder so. Und ich würde jetzt voll aus der Action raus. Nein, ich will nur ein Heli holen, keine Angst. Nur ein Heli kurz holen. Dann sind wir wieder, dann gehen wir wieder in die Action rein. Hoffentlich ist jetzt ein Heli da, aber müsste eigentlich. Ja, da steht ein Heli. Ich habe gleich wieder einen neuen Heli, der nicht qualmt. Jawohl. Und der hat auch noch eine geile Farbe. So, erstmal landen hier. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass uns die Bullen nicht wegschießen. Weil wir haben ja immer noch zwei Sterne. Irgendwie, glaube ich, schon seit zwei Stunden oder so. So, schnell rein, Leute. Ja, der Tobi, der muss erstmal wieder auf den Putz hauen, ne? Hauptsache, Gronk, nö. Ich will nicht ballern, nö. Lass mein Heli rein. Flieg weg. Ich hab Angst. Der Ghetto-Zocker hat ihn eine Nachricht gesendet. So. Jetzt drehen und wieder zurück. Ich schätze einfach mal, dass der Sarazar gerne abgeholt werden möchte. Ich fliege jetzt einfach dahin. So. Hallöchen, Polizistin. Wie geht's euch so? So, da wollen wir nochmal schauen. Da vorne ist er, glaube ich. Und da ist wieder ein anderer Heli. Jetzt haben wir schon drei Sterne. Wieso? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir hauen doch nur die ganze Zeit ab. Mensch, darf man das nicht mehr, oder was? So. Vielleicht erstmal gucken, dass wir irgendwie die Sterne wegkriegen. Versuche ich mal ganz kurz erstmal. Oh, nicht in das Radar reinfliegen. So, bis am besten irgendwie niedrig. Das Doofe ist, jetzt haben wir auch noch die Helis am Arsch, ne? Da kommt nämlich schon wieder einer. Aufpassen, Kevin, nicht in die Erde rein. Das wäre nicht so gut. Das wäre gar nicht gut. So, das hier ist gerade nichts. Vorne kommt wieder ein Polizist. Aber das interessiert uns nicht. Der ist ja auf der Straße. So. Die blinken. Oh. Drehen. Alter. Okay, wir sind noch nicht entdeckt worden. Jawohl. Da sind die Sterne weg. Nice. Drei Sterne mal eben so abgehängt mit dem Heli. Ist auch nicht so leicht. Aber egal. Erstmal gucken, wo Sarazar sich aufhält. Und vielleicht will er ja mit uns mitfliegen. Oder will er sich einfach nur in den Tod fahren oder so. Ich weiß es nicht. Alle verrückt. Alles verrückt hier. Das Geilste war eher am Anfang die Ballerei. Die Riesenballerei in dem Hangar. Das war sowieso der Hammer. So, da vorne sind sie. Hallöchen. Immer auf das rote Auto achten, glaube ich. Genau das, was da gerade... Alter, wie die Autos da rumfliegen. Alle explodieren. Geil. Play Massive ist gestorben, alles klar. Dann wissen wir auf jeden Fall, wer da gerade irgendwie den Unfall gebaut hat. Das, da vorne ist er gespawnt. Ja, und ob der Sarazar bei uns einsteigt und mitfliegt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und was wir dann machen werden, das sehen wir auch in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, der Sarazar steigt gerade ein. Naja, ich verabschiede mich dann. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Heli-Party. Tschö. Ich bin raus. Tja, Freunde, habt's gesehen. Kaum ist man mal in einer Sitzung wieder mit den ganzen verrückten Leuten, geht da total Chaos ab. Ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne und oben und unten war. Ey, das ist ja krass gewesen. Aber egal, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr hinkriegen mit den Leuten. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, ich bin raus.